Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. So, dieses Mal geht es ein bisschen was Entspannenderes und dazu lösche ich als erstes mal wieder das hier. Das heißt, wir werden keine Interfaces, keine abstrakten Klassen, nicht mal Vererbung werden wir haben. Wir werden einfach nur ein paar Operatoren überladen und das ist ziemlich cool. Dazu werde ich als erstes mal eine Klasse Vektor schreiben. Vektor. So. Und ein Vektor, für die, die es nicht wissen, ist eine. Achso, das muss natürlich hier auch noch raus. Ein Vektor ist eine Sammlung sozusagen von Zahlen, die man untereinander schreibt. Also quasi sowas hier. A, B, C. Wenn ich jetzt dieses A, B, C noch einrücke. Also hier A zum Beispiel 5, B, 10 und C ist auch noch irgendwas. Das wäre ein dreidimensionaler Vektor. Und ein dreidimensionaler Vektor kann mir zum Beispiel Koordinaten in einem dreidimensionalen Raum angeben. Also sowas wie, ich sitze in meinem Raum, wenn jetzt die linke hintere Ecke als 000 definiert ist, sitze ich an Stelle 20, 20, 40 oder sowas, keine Ahnung. Und ja, wird bei Computerspielen relativ häufig logischerweise verwendet, aber auch bei vielen, vielen anderen Sachen. Und deswegen sind Vektoren eigentlich ziemlich cool. Ja, wie gesagt, man hat mehrere Variablen. Also man kann hier Floats nehmen, man kann Integer nehmen, wie auch immer. Int a gleich 0. Standardwert erstmal zuweisen. Int b gleich 0. Und wir machen nur einen zweidimensionalen Vektor. Das heißt, wir sind nur in einem zweidimensionalen. Also zum Beispiel auf dem Bildschirm dann tatsächlich, wenn das hier, wenn diese Ecke hier 0, 0 ist und diese Ecke 100, 100, dann ist das hier, ist dann 50, 0. Und das hier wäre 0,50 und das hier wäre 50,50. Ja, und so weiter und so fort. Also, ich meinte gerade die Mausposition. Gut. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wenn wir hier zum Beispiel sagen wollen, okay, wir addieren jetzt zwei Vektoren. Also, wir können jetzt hier Konstruktor schreiben, wir können allen möglichen Quatsch da hinschreiben. Und ja, wenn wir jetzt hier einfach sagen, okay, wir haben zwei Vektoren. Vektor A gleich New Vektor A Punkt A gleich 2. Ups, die sind nicht public, ne? Blöd gelaufen. Ich mache es mir jetzt tatsächlich gerade sehr einfach. In der Praxis würde man das ganz anders implementieren. Natürlich Konstruktor, das hier würde man mit Get und Set dann machen, etc. etc. Aber ich möchte es euch ja bloß zeigen. Außerdem kennt ihr den ganzen anderen Kram schon. So, jetzt haben wir den ersten Vektor. Und jetzt wollen wir noch den zweiten Vektor. Da sagen wir b dazu. Sagen hier b.a und b.b gleich 12 und 13. So. Und wenn wir jetzt sagen wollen, okay, Vektor c, ups, gleich a plus b. Naja, dann haben wir erstmal ein Problem. Weil dann ist das hier nicht definiert. Also a plus b kann ich nicht auf meine Vektoren ja, definieren, jedenfalls noch nicht. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das doch tatsächlich tun kann. Und zwar, indem man einfach diese Operatoren überlädt. Und genau das ist das Thema des Videos. Wie gesagt, das praktischste Beispiel habe ich euch gleich mal hingeschrieben. Genau. Man hat einfach einen Operator, den man überladen möchte. Und das ist eine Methode, die wie jede andere auch funktioniert sozusagen. Nur gibt es dazu ein Schlüsselwort, nämlich Operator. Das heißt, wir schreiben jetzt hier erstmal hin public. Und jetzt wird es erstmal witzig. Static. Was habe ich geschrieben? Vektor. Und dann Operator. Ich erkläre euch das alles genauer. Gleich Operator und dann Plus hinten dran, weil wir ja Plus überschreiben wollen. Und nimmt zwei verschiedene Vektoren, nämlich Vektor A und Vektor B. Nennen wir sie vielleicht lieber X und Y, sonst kommen wir mit den Werten von hier oben in Bedrängnis. Vektor X und Y. So. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen das gerne so überschreiben. Achtung, wir brauchen hier tatsächlich kein Override. Ja. Wir geben nicht überall einen Wert zurück, das ist mir auch bewusst, danke. Genau. Und sagen jetzt hier zum Beispiel, okay, wir wollen einen neuen Vektor, New Vector, und zwar einen Vektor Red für Return, das ist ein New Vector,
red.a gleich. So, wie addieren man zwei Vektoren? Man sagt einfach, okay, erste Komponente, also sagen wir mal, ich bin hier mit dem einen Vektor, also bei 0,50, und mit dem anderen Vektor bin ich bei 50, 0, also hier. Und ich möchte die beiden addieren. Dann kommt 50, 50 raus, nämlich 50 von der ersten Koordinate hier und 50 von der anderen, dann bin ich hier. Und so macht man es tatsächlich auch. Also man sagt einfach x.a plus y.a. Das sind unsere beiden Eingabevektoren. Und genau dasselbe macht man mit b auch. Also red.b gleich x.b plus y.b. So, und jetzt geben wir red noch zurück. Return red. So. Und das war's auch schon. Jetzt haben wir quasi unseren Operator definiert. Der Witz dabei ist, jetzt funktioniert das auch hier unten. Wir haben hier tatsächlich das Plus neu definiert für unseren Vektor. Und was witzig ist, oder warum, was ich persönlich witzig finde, ist, dass man nicht einfach sagt, okay, a Punkt, also a Punkt Plus und dann hier den Vektor b rein. Sowas hier. Das ist das, was man bei Java machen müsste, denn man hat hier keinen Operator überladen. Aber diese Methode wäre dann nicht static, diese hier ist static, denn wir geben hier diese beiden Vektoren tatsächlich rein und die haben nichts mit irgendwie dieser Klasse Vektor selbst zu tun, sprich es ist eine Klassenmethode, also static. Ich hoffe, ihr wisst, was static ist. Und man hat kein this. Man hat tatsächlich nur diese beiden Eingabewerte und über den Operator sagt man, dass es in der Mitte steht, also zwischen diesen beiden. Ja, und das Plus bezeichnet eben das Zeichen, was in der Mitte ist. Gut, und wenn ihr das Ganze jetzt noch richtig gut machen wollt, dann macht ihr das einfach auch noch für Plus, für Mal und keine Ahnung für was noch. Da gibt es auch noch so Sachen wie Kreuzprodukte oder sowas, die könnte man vielleicht auch noch als Operator darstellen. Ja. Seid kreativ und probiert es einfach mal aus. Also Vektoren sind echt eine coole Sache. Logischerweise gibt es Vektoren schon von C-Sharp selbst. Also muss man eigentlich nicht mehr machen. Aber es ist eine super Übung, vor allem was Operatoren überladen ist, angeht. Ja, es gibt Operatoren, die lassen sich überladen und es gibt Operatoren, die lassen sich nicht überladen. Und ich möchte euch gerade noch kurz zeigen, welche möglich sind, dass man sie überlädt oder welche nicht. Es gibt Plus haben wir gerade schon gesehen, logischerweise Minus und Mal und Geteilt. Die kann man überladen, durchaus, ist kein Problem. Man kann aber noch mehr machen. Man kann auch sagen, Modulo geht auch, kein Problem. Man kann auch sagen, Not, also nicht, also das logische Nicht kann man überladen. Man kann das bitweise Not, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt kennen, kann man überladen. Man kann plus plus überladen und man kann minus minus überladen. Ja, die kann man alle ohne Probleme überladen. Und jetzt wird es ein bisschen abgefuckt. Jetzt muss ich das hier mal wieder kurz wegmachen. Man kann überladen gleich gleich. Das heißt, ihr könnt einfach hier den Operator gleich gleich überladen und ihr könnt dann einfach in einem innerhalb von eurem Code mit einer if-Schleife oder sowas könnt ihr dann einfach ein gleich gleich benutzen und schon seid ihr gut dabei. Deswegen funktioniert das auch mit den Strings. Die haben nämlich ein überladenes gleich, also überladene Vergleiche. Logischerweise kann man dann auch ein ungleich überladen. Was auch ziemlich witzig ist, ein kleiner oder ein kleiner gleich kann man überladen und ein größer oder ein größer gleich kann man überladen. Aber also irgendwas mit Zuweisung, das kann man nicht überladen. Ich weiß zwar nicht genau wieso, aber es ist so. Also plus gleich kann man nicht überladen. Das geht jetzt nicht. Jetzt sind wir bei denen, die man nicht überladen kann. Schreibt euch das am besten irgendwie mit oder googelt mal nach einer Liste. Die sind eigentlich online ziemlich gut. Logischerweise minus gleich oder durch gleich oder mal gleich kann man auch nicht überladen. Und genauso Modulo gleich. Die gehen nicht. Genauso das logische und. Das logische und. Und das logische oder kann man auch nicht überladen. Und ein normales gleich, also eine Zuweisung, geht nicht. Und ja. Und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel der Pfeil oder so Sachen, auf die man nicht mal kommen würde. New kann man auch nicht überladen. Aber ansonsten, also wie gesagt, ja. Also die ganzen klassischen, die man so generell haben möchte, die kann man überladen.
Und ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt damit was anfangen und ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Seid da mal kreativ und probiert euch mal, keine Ahnung, eigenen Vektor richtig cool zu schreiben mit Konstruktor und allem drum und dran, Operatoren etc. etc. Ist echt eine super Übung. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.